Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Oracle of Ages. Wir befinden uns nun in Lord Yabu Yabus Bau. Und ich habe keine Ahnung, was das hier soll. Ja und? Ja, ist schön. Das hier nichts. Upsalala. So. Gut. Verkehrt herum. Ah ja, gut. So. Achso. Ja, und nun? Achso, okay, okay. Ich glaube, ich hab's. Den müssen... Okay, hier erstmal noch nichts. Dann gehen wir erstmal nach hier oben. Krabben. Das nützt nichts. So ein Scheiß. Blasrohr. So. Zu Blase geboren. So. Haha. Du, den Kompass erhalten. Okay. So, was haben wir hier? Ja, hier haben wir das wieder. Das Spielchen. So, gehen wir mal eins höher. So. Okay. So. So, jetzt sind wir, glaube ich, auch in der Lage, nicht den Block wegzuschieben. Nein. Da müssen wir vorher noch was anderes tun. Ja, dachte ich mir auch. Oh Mann. Die Rätsel hier sind doch schon kniffliger. Schön knackig. Hier kommen wir auch nicht weiter. Gut. Ja, dann bleibt uns erstmal nichts an. Ups. Nichts anderes übrig, als hier runter zu gehen. Und ja. Auf die andere Seite. So. Endlich mal wieder an Land. Ist nicht wahr. Ich versuche mal einen Trick, der nicht klappt. Ja, was muss ich denn da noch machen? Moment. Wenn ich hier jetzt rauskomme. Ja, habe ich auch nicht. So, na toll. Der Dell, der ist ja toll. Jetzt gehen wir einen trinken wollen. Na, dann kommen wir so also auch nicht weiter. Aber irgendwie müssen wir das Wasser absenken. Die Frage ist allerdings jetzt, wie? Ha. Was ist hier überhaupt? Das muss man vielleicht irgendwie komisch machen.
dass alle vier... Genau. Gut, jetzt haben wir wenigstens einen Schlüssel. Einen Schlüssel mehr und ein Anhaltspunkt weniger. Mein Gott. Das... Ja, toll. Das geht auch nicht. Aha. Kann ich den Boomer? Nein, kann ich nicht. Ha. Und so verschwindet es, ist klar. Blöcke verschieben kann ich so auch nicht. Da muss auch... Nee, geht nicht. So. Ja, toll. Hier ist doch gar nichts. Oh. Kann das vielleicht sein, dass bei den Gelben... Ist nicht euer Ernst. Ihr verarscht mich. Ihr verarscht mich doch. Nach Striche und Faden. Okay, Boomerang. Erstmal die... Dinger hier kaputt machen. Das wird jetzt eine Anstrengung. Gut. Upsala. So. Und Karte. Gut, haben wir das wenigstens schon mal. So, was nun, sprach Zeus. Hoppla. Okay. Tauschhaken. Zack. Und zack. Passiert nichts, okay. Tauchen ist hier auch nichts. Was zur Hölle? So, wo kommen wir denn hier überhaupt raus? Woanders. Achso. Ach ja. Schauen wir mal hier vorbei. Ach man. Hey, das gibt's nicht, ne? So. Und so. Gut. Gehen wir mal hier lang. Was haben wir hier? Eine Eule. Was sagt uns die Eule? Eine goldene Insel schwimmt stets auf dem Wasser. Das scheint die goldene Insel zu sein. Sie schwimmt stets auf dem Wasser. Müssen wir die jetzt absenken, oder was? Ha. Das nützt uns also nichts. Oder Moment. Tauschhaken? Nee, ist ja höher gelegen. Da kommen wir nicht ran. So, was haben wir hier? Ups. Ach ja. Die kennen wir doch irgendwoher. So, so. Gut, was... Oh Gott. So, achso, jetzt sind wir wieder hier. Gut. So, zack. Sind wir noch ein Stockwerk höher. Das heißt schon in der dritten Etage. Und ihr merkt schon, wie verzwickt das Ganze hier alles ist. Allerdings auf dem Schleim hier müssen wir aufpassen. Nicht, dass er uns noch unser Schild klaut. Das wäre ja richtig gemein. So. Ups.
Alter, verübst. So. Hoppla. Gut. Was sagt uns diesmal die Eule? Die Eule sagt... Apple bei Rot, Flut bei Blau. Ebbe heißt wenig Wasser und Flut heißt Wasser steigen. Du hörst Wasser hinausströmen. Das heißt, im Erdgeschoss müsste jetzt auch kein Wasser sein. Wenn ich das richtig verstanden habe. Oh weia. Das heißt, wir müssen jetzt 2 Stockwerke wieder runter. Wir gehen gleich mal hier lang. So. Und hier nach unten. Und einfach mal hier runter. Aha. Okay. So, was haben wir hier? Wir haben hier erstmal nichts. Jetzt kommen wir aber hier raus. Autsch. Autsch. Ja, Schleim. So, jetzt können wir das schieben und wir bekommen einen kleinen Schlüssel. Gut. So, was jetzt, sprach Zeus. Jetzt. Okay, hier ist jetzt Wasser. Interessant, interessant. Aber trotzdem geht das nicht. Nee, nee, nee. Das geht hier nicht. Da brauchen wir... Da müssen wir später nochmal wiederkommen. So. Hier ist einmal Mr. Krabs. So, ja, hier ist noch was. Hier brauche ich aber auch das Dungeon-Item. Das heißt, wir müssen jetzt dahin gehen, wo wir erst schon einmal waren. Wo jetzt diese blöde Insel ist. Was zur... Gut, dann muss ich wieder... Ja, erschreck mich, ich komme ja nicht mehr höher. Das ist doch... Alter, wie mache ich das jetzt am blödesten? Gut, nee, das geht nicht. Moment. Ich probiere erstmal den Geist hier abzuknallen, aber da passiert nichts. Ach, ja, ich habe verstanden. Ich habe verstanden. So, hier haben wir jetzt Wasser, 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 Wasser. Und ja, da kommen wir später nochmal hin. Und jetzt gehen wir erstmal ein Stockwerk nach oben. Runter können wir. Dann wieder der Boomerang, um uns vor den Geistern hier zu schützen. So, gehen wir erstmal dort lang. Ah. Ich hab's geahnt. Ich habe es geahnt. Ah, Moment. Nein, du sollst oben bleiben. So, zack. Genau. Autsch, autsch. Oh, Link! Mach nicht sowas. Meine Herren. Gut. So. Oh weia. Ja, jetzt übertreiben sie, glaube ich, ein bisschen. So. So. Okay. Ja. So geht's. Gut,
Okay, jetzt sind wir... Wo sind wir überhaupt? Ach, Mensch. Lecco mio. Oh je. Nee. Hier nicht. Oh je. Wo müssen wir hin? Gehen wir erstmal hier oben hin. Okay. Hier brauchen wir einen Schlüssel. Wir haben einen Schlüssel. Dahinter kommt man nicht. Hier sind wir wieder in einem Raum, wo wir das Wasser steigen lassen können. Oh weia. Du hast Wasser hineinströmen. Ja, schön. Gut. Wie machen wir das jetzt? Gut. Gehen wir eins runter. Gut, reicht. So. Und alle ab. Und jetzt ist wieder nur im Erdgeschoss Wasser. Aber in der zweiten Etage haben wir trotzdem kein Wasser. Doch. Aber anders. So. Achso, jetzt. Ja, ja. Aber das bringt uns nichts. Da ist nichts. Da geht's auch nicht weiter. Hätte verbübscht. So. Da ist noch was. Ein Gascha-Kern. Gut, hoch mit uns. Wo sind wir denn hier jetzt? Ja, nee, ist klar, ne? So. Na, dann wieder runter ins kühle Nass. Hallo, triffst du mal? So, dann Treppe. So. So, so, okay. Hä? Was ist denn jetzt los? Feder brauchen wir. Okay. Wer ist denn nicht? Hopp. Der ist nur übergewichtig. Tja, da hat der Fisch ein paar Pfund zu viel drauf. Und da haben wir ihn schon. Okay. So. Und wo führt uns die Leiter hin? Nein! Nein! Ey, das gibt's nicht. Aha. Wir brauchen einen Schlüssel. Auweia. Ah. Gut, Freunde. Ich mache an dieser Stelle Schluss. Ich habe nämlich mal wieder keine Ahnung, wie lange ich aufgenommen habe. Und ja. Dann werde ich nochmal gucken können sehen, wo der Schlüssel abgeblieben ist. Freunde, ich sage bis zum nächsten Mal und ciao.